Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Heute Kona. Fahren wir erstmal der Gerät. Warte. Handy am Steuer wird teuer. Also wir legen es mal weg. Anschnallen. Warm machen, kalt machen. Ist ja warm heute, oder was? Heißer Feger. So, Kona. Wir fahren heute den Hyundai Kona. Elektro. Full Elektro. Innen geil. Ehrlich, das ist so voll mein Geschmack. Sieht auch so ein bisschen wie Porsche Panamera. So ein bisschen, ne? Ja. Ist eine breite Konsole, ganz viele Knöpfe und so weiter. Ganz viele Knöpfe, relativ viele Knöpfe. Auf den ersten Blick geil, ja? Warte, warte mal. Ah, der war schon an. ja, sieht man, dass ich oft mit dem Auto gefahren bin. Rückwärtskamera gut, Achtung. Ich fahre rückwärts. Weißt du, wie laut das nachts ist oder abends oder morgens? Das ist draußen, das Piepen? Aha. Mach zu, ne? Ist kalt. Wie, ich dachte, wir haben T-Shirt-Wetter. Also hier große Klappe, nichts dahinter, weißt du? Nein. Wir haben den 4 Monate erstmal gefahren. Ganz genau 6.975 Kilometer. Mein Geburtsjahr. Hast du gesehen? 75 wieder am Ende. Ja, ist doch nicht wenig. Der war ja, hatte nur, also nichts, der war neu, ne? Aha, flammendes Ding. Head-up, alles. Also wirklich, das Auto ist sehr gut ausgestattet. Finde ich richtig cool. Und man fährt sehr, sehr kostengünstig mit dem Auto. Ist der in einer Nacht vollgeladen? Kommt drauf an, wo. Der kann in ein paar Stunden lang vollgeladen sein. Kennst du den? Kennst du den? Ey, der geht wirklich ab, ne? Das Ding. Also darf man nicht unterschätzen. Sagt man, ja, hier Elektro kann nichts. Doch, doch, die Dinger sind wirklich. Also Elektro war ja gestern, wo man sagt, langsam, ja. Ich bin schon mit dem Auto 180 gefahren auf der Autobahn. Ja? Ja. War okay von der Lautstärke. Wo ich meinen Tesla abgeholt habe. Ich habe einen Tesla S gehabt. Wo ich ihn abgeholt habe, habe ich ihn am nächsten Tag reklamiert. Ich habe gesagt, das Auto ist voll laut. Ja, so bei 150, 180 war der laut. Da hat er zu mir gesagt, der junge Mann, ich habe eine S-Klasse gehabt zu dem Zeitpunkt. Mach mal bei deiner S-Klasse bei 200 den Motor aus. Und guck mal, wie laut der ist. Das stimmt. Man nimmt die Geräusche anders wahr. Wenn wir immer, ich habe das jetzt hier präsentiert, weil immer, wenn wir normalerweise irgendwo hinfahren, drückt einer den anderen hier Sitzheizung, Knöpfe ab, Dings hier, macht die Sitzheizung an. Das, die Funktion ist geil im Sommer, ja? Da schwitzt man noch mehr. Bei manchen Autos dauert es auch extrem lange, bis sie warm wird, ne? Und danach kalt. Mhm. Aber hier funktioniert alles wunderbar, ne? Ja. Auch die Standheizung, ja? Hier macht man an, funktioniert. Ja, du hast kein Warmfahren oder nix, was? Nix, ne. Und das Ding ist, cool, oder? Mhm. Hat der PS-Angabe? PS? PS? Oder hat der irgendeine andere Angabe? Kilowatt. Ja? Ja, auch das habe ich vorbereitet. Danke nochmal an das Autohaus Hirsch in Chemnitz. Für den wirklich tollen Wagen. Tollen Alltagswagen. Wie viel PS hat er? Wo steht das? Der hat angeblich 170 ja. Höchstgeschwindigkeit. Ich bin 180 gefahren laut Tacho. Vielleicht hat er gute Laune. Oh, vielleicht hat er gute Laune gehabt. Du das machen. Ich fahre. Ich muss mich konzentrieren auf die Fahrt. Ne, wirklich, als ein super Alltagsauto kann ich das kann ich den Kunden echt empfehlen. Sieht schön aus, ne? Also jeder, den wir mit dem Auto fahren lassen haben, da waren schon einige, war von dem Kona echt begeistert. Deswegen. Ich habe die Leistung gefunden. Au! 28 kW. Ja, ich habe gesehen, ich hatte aber 28 PS kann der nicht haben. Also, ne? Also ich finde das Auto top. Ja. Guck mal, wie der abgeht hier. Guck mal, Straßenlage, top. Irgendwas fliegt im Kofferraum, aber wenn du die Ausfahrt mit 80 nehmen kannst, ist schon cool. Ja. Aber sind nicht alle Elektro, also sind viele normale, die rumfahren, ne?
Genau. Na, so wenig nicht. Also ich finde, wir haben vorher den Hybrid gehabt. Man muss immer gucken, wofür braucht man ein Auto, ja? Oder wofür brauche ich das Auto? Brauche ich es für jeden Tag, hier einfach durch die Gegend zu fahren, ja? Vielleicht mal nach Düsseldorf oder wo auch immer, hier in der Umgebung, weiß nicht, 100 Kilometer. Dann ist perfekt so ein Kona Elektro. Ist es so, dass ich zum Beispiel das Auto als Geschäftswagen nutzen würde oder müsste, würde ich lieber den Hybrid bevorzugen. Weil dann ist man, falls man irgendwo hinfährt und doch etwas länger warten muss oder was auch immer zum Laden, dann lieber ein Hybrid. Nachtanken, weiterfahren und zu Hause wieder Hybrid fahren. Hatten wir auch schon gehabt, den Hybrid. Und ehrlich gesagt, geiles Auto. Alle beide sind wirklich cool. Und das ist irgendwie ein angenehmes Fahren in dem Auto. Oder wie empfindest du das? Hätte ich nie vorher gedacht. Hätte ich sowas nie gefahren, hätte ich nie gedacht. Nachts steht das Auto sowieso, ob der an der Steckdose dran ist oder nicht. Nachts auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, tagsüber, der hat Reichweite von 400 Kilometer. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, jetzt Corona-bedingt, ich als Geschäftsmann, 400 Kilometer gemacht habe, am Stück. Ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich war mit dem Auto einmal, wir haben dann vollgetankt. Ich bin nach Winterberg gefahren, habe nicht geladen und bin zurückgekommen. Ja? Ja. Ja. Das ist schon gut, ja. Ja, das ist wirklich gut. Das Fach hier habe ich vorhin erst entdeckt. Echt jetzt? Ja. Das ist richtig cool, finde ich das. Und manchmal hat man so im Auto irgendwelche Klamotten, keine Ahnung, Taschentücher oder was auch immer, wie auch immer. Jetzt habe ich das Falsches gesagt, ne? Wieso? Taschentücher ist ja nichts Schlimmes bei Heuschnupfen. Manche haben Heuschnupfen. Ey, das ist aber, ne? Hat die Kippen aus dem Auto geschmissen. Bei bestem Willen. Hört auf mit eurem Nichtraucherauto aus dem Fenster. Ja, also wirklich. Was mich unnormal stört, dass die Leute in der Stadt im Auto rauchen. Unverständlich. Du fährst doch keine 2 Stunden jetzt in eine Richtung, dass du schon so zitterst. Ich muss rauchen. Ja, genau. Ja, und wir fahren. Bis noch früher war das im Flugzeug, ne? Rauchen? Ja. Kannst du dich nicht erinnern? Da habe ich nicht gelebt. Doch? Ja, ich bin jünger als du. Warum lachst du? Na wirklich? Ja, ich meine es auch. Warum lachst du? Ich meine es auch. Also ich finde, meine Damen und Herren, ich sehe viel jünger aus als Sascha, oder nicht? Ja. Viel jünger. Ja, bin ich auch. Nein, im Großen und Ganzen geiles Auto, wirklich. Schönes Lenkrad, die Instrumente fühlen sich alle gut an. Das ist natürlich bei einem Auto sehr wichtig. Sitze sind sehr gemütlich, ja. Ich bin schon, ich sag mal, 300 Kilometer pro Stunde gefahren und die Sitze sind sehr gemütlich, fühlt sich alles gut an. Ne? Sehr übersichtlich das Auto, sehr einfach zu bedienen. Was mich nur ein bisschen stört, die haben das als Sicherheit gemacht, ist aber so total unpraktisch bei dem Hyundai, dass man sich mit dem Telefon per Bluetooth nicht verbinden kann. Nicht verbinden kann, nachdem du losgefahren bist. Also jetzt könnte ich mich gar nicht verbinden. Ich muss quasi anhalten und es dann mein Bluetooth anmachen. Ich meine, du willst dich, oder meine Söhne, wenn wir fahren, meine Söhne wollen ein bisschen Musik anmachen, geht nicht. Ja, ja, das ist ein bisschen nervig. Also, ja, die haben das nicht also zu Ende gedacht. Ne? Die dachten, okay, der Fahrer soll nicht mehr. Sicherheit top. Mhm. Ja, also wirklich vom Sicherheitsaspekt top. Nur praktisch im Alltag flop. Ist so leider. Hot oder Schrott? Hot oder Schrott. Ich kenne diese, heißt das. Diese Mann. Diese Mann. Sitzheizung zum Beispiel, Sascha habe ich ein paar Mal schon angemacht, der mag das. Sascha ist ein heißer Feger. Sei froh, dass du wenigstens eine Klimaanlage so ein bisschen hast. Ja. Bei Olli habe ich gestern hier die Klimaanlage auf heiß gemacht, plus das. Das meinst du, wie der geschwitzt hat. Ne? Ja, weißt du, was wir machen? Wir tanken jetzt. Ich zeige euch, wie einfach man das Auto tanken kann. Aber ich muss so rumpacken, weil wir haben die Ladestation vorne bei dem Auto und... Wartet das mich raus? Nö. Und dann war das... Was piepst du? Auf jeden Fall... ich muss ein bisschen... Hier.
Sascha, Fahrzeugschlüssel nicht im Fahrzeug. Jetzt brauche ich den auch nicht. Aus? Nein. So, auf die Plätze, fertig, los. So. Ich glaube, der Gerät muss jetzt mal hier rein. Ich fahre einfach weg. Nein. Du musst schnell sein, da musst du nicht bezahlen. Guck mal jetzt, hier. Alles modernste Technik, meine Damen und Herren. Ich muss gucken, wo der ist hier. Guck mal, gleiches Zeichen wieder. Gehe ich auf Scannen. Gehe ich auf Blip. So. Hoppla, hat er gesagt. Nicht im oberen, sondern im unteren musst du machen. Hier. Zack, Auto wird geladen. Habt ihr gehört? Gerade war so ein Geräusch. So. Ja. Und ich bezahle jetzt, Achtung, guck mal her. Ladevorgang gestartet, bla bla, 29 Cent pro Kilowatt. Mhm. Achtung, man muss aufpassen, wenn ich länger als 240 Minuten hier stehen bleibe, fallen 10 Cent extra pro Minute Blockgebühren. Das heißt, Parkplatz bitte machen, bitte freimachen für den nächsten Mann. Das aber finde ich gut. Finde ich top. Ja, also, so. Unsere Firma ist hier vorne, deswegen, also ich finde wirklich, Elektro, man muss auf nichts verzichten. Egal wo wir sind, also ich habe die auch zu Hause in der Stadt, habe ich direkt eine Dose oder eine Ladestation. Hier in der Firma habe ich direkt vor der Tür. Also besser geht's nicht. So, mach das Auto zu jetzt. Ich habe mal Schlüssel. Wir werden jetzt ein Konzept für den Kona Elektro machen, definitiv. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön, das Gebäude. Guck mal, die Bilder. Ja, guck mal, die Bilder. Kann man die sehen, meinst du, auf der Kamera? Nee. Schlecht. Wir haben ganz viele Bilder vom S-Art. Der S-Art sitzt in Essen, Mülheim. Wir müssen Rasenmähen so ein bisschen schön machen hier. Ja, der Gärtner wollte heute um 10 Uhr kommen, aber wie die Gärtner so halt sind. Der gräbt woanders, statt im Garten.